und der muss ein Ende haben. Macht es mit mir zusammen. Ich ruf Stadt Granaten, ihr ruft Diplomaten. Stadt Granaten! Diplomaten! Stadt Granaten! Diplomaten! Stadt Granaten! Diplomaten! Stadt Granaten! Diplomaten! Ohne Waffen! Frieden schaffen! Ohne Waffen! Frieden schaffen! Mit der Tagesschau. Für alle, die nachher noch im Eiscafé sitzen, haben wir schon mal die heutige Aufzeichnung. Guten Tag, meine Damen und Herren. Noch immer stellt sich die Frage, wer Nord Stream 2 gesprengt hat. Die böse Supermacht Russland, die als neues altes Feindbild damit ihre eigenen laufenden Lieferbeziehungen und Versorgungsverträge gegenüber Deutschland und Europa selbst sabotiert? Oder die selbsternannte Planetenpolizei USA, die nun endlich ihr eigenes teures und umweltschädliches Fracking-Gas-Permonopol in Deutschland zu jedem Preis verkaufen kann? Von der Schattenregierung in Berlin ist eine Aufklärung nicht zu erwarten. Aber der gesunde und logische Menschenverstand könnte helfen, wenn man sich fragt, wer von diesem Anschlag profitiert. Liebe Menschen, glauben Sie nur Ihre Politik. Liebe Grüße übrigens heute aus Hannover. Haben, die wurden noch mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Und jeder, der das unterstützt, ist absolut unsolidarisch. Und dieses Wort sollte, glaube ich, mittlerweile seit den letzten 3 Jahren jeder kennen. Artikel 3. Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen oder seiner sexuellen Orientierung benachteiligt oder bevorzugt werden. Haben wir noch mal jemanden, der Anjas Wagen ziehen kann? Und Ende.